Herzlich willkommen am Campus von SOTV. Wir, die Studenten der Pädagogischen Hochschule Salzburg, haben uns genauer mit dem Thema Grenzen beschäftigt. Dafür haben wir die verschiedenen Teilbereiche der Grenzerfahrungen genau unter die Lupe genommen. Und so entstanden folgende Beiträge. Beitrag haben wir uns mit den alltäglichen Grenzerfahrungen von Rettungssanitätern beschäftigt. Wasser. Sprache. Religion. Stress. Alter. Krankheit. Gewalt, wo Menschen immer wieder bis an ihre Grenzen gehen und das, um anderen Menschen zu helfen, ist im Dienste des Roten Kreuzes. Herr Podinger, Sie sind schon langjährig im Dienst des Roten Kreuzes, freiwillig muss man dazu sagen. Da kommt man sicher auch oft mal an seine Grenzen, oder? Ja, richtig. Es sind oft Einsätze, wo man halt einfach nicht mehr helfen kann, wo man sich selber in Gefahr begibt, wo es auch schwerfällt, dass man halt sagt, ich muss aufgeben, ich kann nicht mehr. Oft auch an körperliche Grenzen, wenn es einfach nicht mehr geht. Und das ist oft nicht leicht im Rettungsdienst. Ja. Ein Beispiel? Ja, ein Beispiel. Es ist oft bei einem schweren Verkehrsunfall, wo man versucht, den Menschen zu helfen, der aber an seinen Verletzungen, wo es auch nicht mehr möglich ist, den wieder zum Leben zurückzuholen, wo man doch vielleicht auf eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde reanimieren muss, bis das der Notarzt eintritt. Und das ist oft sehr, sehr schwer. Gerade wenn man schwere Verletzungen hat. Vielen Dank für das Interview. Bitte gerne. Vielen Dank, Nathalie, für den spannenden Beitrag. Wie war denn der Kontaktaufbau mit Herrn Podinger? War es einfach, ihn zu erreichen oder hatten Sie da Schwierigkeiten? Es war sehr einfach, er war sehr zuvorkommend und herzlich und offen und wir sind auf große Hilfsbereitschaft gestoßen. Schön, vielen Dank. Und nun zum nächsten Beitrag. Auf welche Probleme Menschen mit Migrationshintergrund bei der Jobsuche stoßen, das hat sich eine Gruppe Studierender genauer angesehen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben es schwer am Arbeitsmarkt. Wir machen uns heute auf den Weg zu einer betroffenen Person. Liebe Frau Kaya, wann und warum sind Sie nach Österreich gezogen? Ich bin 1980 nach Österreich gezogen. Und ich bin zu meiner Mutter gekommen, weil meine Mutter hier in Österreich gearbeitet hat. Und warum hat sie in Österreich gearbeitet? Weil wir Geld gebraucht haben. Als Frau in der Türkei war es schwer, zur Arbeit zu finden.
Und seit wann leben Sie schon in Österreich? Seit 1980. Und welche Ausbildung hatten Sie eigentlich? Ich habe die Volksschule in der Türkei besucht, Hauptschule und polytechnischer Lehrgang hier in Österreich. Und ich hätte da noch eine Frage. Wie war Ihr Arbeitseinstieg? Mein Arbeitseinstieg war, als Ausländer Lehrstelle zu finden, war schwer. Dann habe ich angefangen, bei meiner Mutter im Gastgewerbe zu arbeiten. Und was fiel Ihnen dabei leicht und was schwer? In der Gastgewerbe arbeiten ist es auf alle Fälle schwer, weil 6 Tage in der Woche ist und aber ein anderer Job war nicht zu finden. Und haben Sie das Gefühl, wegen Ihrer Migration benachteiligt zu sein? Ja, das habe ich. Und ich hätte da noch eine letzte Frage. Wie sieht es zurzeit bei Ihnen jobmäßig aus? Es schaut im Moment dann aus, ich bin im Moment dann arbeitslos, weil im Gastgewerbe weniger Arbeit ist. Ich hoffe, dass ich bald wieder anfangen kann. Ja, das hoffen wir auch sehr für Sie und ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Ob sich die Jobsituation für Menschen mit Migrationshintergrund zukünftig ändern wird, bleibt offen. Sicher ist nur, dass sich Frau Kaya wieder auf Jobsuche begeben wird. Danke, Bettina, für den spannenden Beitrag. Glaubst du, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund auf Probleme bei der Arbeitssuche stoßen? Meiner Meinung nach schon. Laut unserer Recherche gibt es sehr viele Betroffene, die genau von diesen Problemen sprechen. Wie habt ihr in eurer Arbeit die Offenheit zu diesem Thema bei betroffenen Personen empfunden oder erlebt? Es war relativ schwierig, dass wir eine betroffene Person interviewen konnten, die offen über die Arbeitslosigkeit spricht. Aber schlussendlich haben wir dann eine Person gefunden. Dankeschön. Beim folgenden Beitrag haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob Menschen Sprache als eine Grenze ihrer Welt empfinden können. Sprache als Grenze meiner Welt. Dil bin im Dynamen Engel Olarak. Lang, Kilimite im Mond. La lingua come limite del mio mondo. Die Sprache als Grenze meiner Welt. Sprache als Einschränkung oder als Verbindung? Was kann Sprache sein? Was bedeutet Sprache für dich? Welchen Stellenwert schreibst du ihr zu? Was nimmst du als Hilfestellung, wenn du eine Sprache nicht sprichst? Und wie sprichst du? I think we can take some words from other languages and sometimes we can move our hands or using gestures. Or sometimes by our eyes, sometimes talking. In general, language, I think it's so important for communicating with others. Ja, ich bin schon ein bisschen älter in der Schlag. Und für mich war das gar nichts. Wenn ich da in Ausland bin und kenne kein Englisch und keine andere Sprache, da steht total daneben. Ich bin schon vorhin nach Italien oder Frankreich gereist. Da habe ich mich verlaufen und habe gar nicht fragen können, wo das Hotel ist, weil die Sprache nicht kann. Ich stehe total daneben. Jeder spricht anders. Die Grenzen setzt man sich selbst. Ja, danke Manuela für euren spannenden Beitrag. Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Liegt es an der Aktualität mit Migration und Sprache? Wir haben uns gedacht, dass Sprache sicher immer zum Thema steht, besonders jetzt mit den verschiedensten Migrationshintergründen, den die Bevölkerung einfach mit sich bringt. Deshalb hat es uns interessiert und wir haben uns näher mit dem ganzen Thema beschäftigt. War denn die Sprache auch eine Grenze bei euren Interviews oder bei der Produktion eures Videos?
Nicht wirklich, weil wir auf große Offenheit der Personen gestoßen sind. Jedoch kann man wahrscheinlich sagen, dass zum Beispiel der interviewte Tarek aus Syrien sich eventuell in seiner Muttersprache anders ausdrücken würde als in diesem englischen Beitrag, den er uns zur Verfügung gestellt hat. Danke, Manuela. Der nächste Beitrag geht zum Thema Klettern und Grenzen. Grenzen in jeder Hinsicht, also physisch oder durch Umweltbedingungen. Dazu haben wir ein besonderes Interview ergattern können, wo wir einen Ausschnitt davon sehen werden. Also viel Spaß beim Eintauchen in die Welt des Kletterns. All diese Eigenschaften in nur einer Sportart vereint, dem Klettern. Das macht das Klettern zu einer Sportart der Extreme. Für viele passionierte Kletterer ist das Klettern jedoch mehr als ein Sport. Sie suchen die Herausforderung und die Überwindung ihrer selbst. Eine Kombination aus Abenteuerlust, Adrenalinausschüttung und Freiheit wirkt dabei wie ein Antrieb. In den schwindelerregenden Höhen die Ruhe und die Konzentration zu bewahren, zeigt von mentaler Stärke. Ein gezieltes an seine Grenzen stoßen sind viele als Fundament, auf dem aufgebaut werden kann. Hierfür befragten wir heute Thomas Huber. Thomas Huber klettert seit seinem 10. Lebensjahr und ist zu einem der besten Bergsteiger und Bergführer Deutschlands geworden. Er und sein jüngerer Bruder Alexander Huber machten sich als die Huberburm einen Namen als Extremkletterer. Die Frage war, was bedeutet Klettern für dich? Ja, Klettern ist für mich persönlich die schönste Sportart, die ich kenne, die ich jemals ausprobiert habe und kennenlernen durfte, aber das ist halt auch sehr subjektiv, weil ich bin seit Kindheit ein Kletterer und mir macht es halt am besten Spaß, aber da gibt es mit Sicherheit andere, die wollen Klettern nicht so toll finden. Aber Klettern ist halt irgendwo, hat was mit Freiheit zu tun. Klettern hat was mit Entdecken zu tun. Und Klettern ist auch ein Abenteuer. Abenteuer zu dir selber. Und deswegen bin ich persönlich, für mich, ist Klettern eben die schönste Sportart, die es gibt. Gibt es für die Grenzen beim Klettern, die du erfahren hast oder die du auch teilweise nicht überwinden hast, kennen? Ja, die Grenzen wird da eigentlich jeden Tag, wo du am Fels bist, immer wieder aufgezeigt. Und es ist manchmal schon ziemlich hart beim Klettern. Die Schwerkraft ist unerbittlich, die kann man nicht auflösen. Und wenn es einmal nicht läuft, dann kommt man oft auch nichts mehr richtig machen. Aber es gibt dann auch wirklich Momente, dass man in einem absoluten Flow drinnen ist und dann geht alles von selber und dann scheint in Anführungszeichen das Klettern für dich ein grenzenloses Thema zu sein. Also da hat man die Grenzen aufgehoben und diese Situation habe ich schon einige Male im Leben und das sind Momente, die man nicht mehr vergisst. Mhm. Ich glaube, wenn eine Grenze da ist, die man nicht überwinden kann, dann muss man einfach Nein sagen und dann über Umwege vielleicht andere neue Ziele entdecken, um vielleicht auch genau dahin zu kommen, wo man mal hin. Immer dann einmal so in so ein Extremsportler ist. Also jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Negative rein. Also wir sind schon absolute Freaks und wir sind süchtig danach, genau das zu erleben, an die Grenze zu gehen. Diese Grenzerfahrung ist ja was ganz was Positives, weil du bist im absoluten Jetzt, du weißt ganz genau, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann war es das, dann ist es gelaufen. Aber du bist in dem Moment so klar, dass du immer weißt, dass du die richtige Entscheidung, die richtige Bewegung. Es gibt Grenzen sowohl beim Klettern als auch im Leben eines jeden Menschen. Diese Grenzen muss jeder Mensch für sich erkennen, setzen und überwinden. Nach dem Motto, wenn dir jemand sagt, etwas sei nicht möglich, ist es eine Reflexion seiner Grenzen, nicht deiner.
Das waren viele spannende und kreative Beiträge zum Thema Grenzen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald beim Campus SOTV. Thank you.